Im Sommer herrscht ja normalerweise Spieleflaute, aber wenn ich mir die Release-Liste des August ansehe, gibt's ordentlich was zu zocken. Am 1. August beispielsweise erscheint System Crash. Und das ist so eine Art Shadowrun trifft Hearthstone. Ein Sammelkartenspiel mit Cyberpunk-Universum. Könnte ganz witzig sein. Am gleichen Tag erscheint Leaf Episode 1. Ein Ego-Adventure mit Survival-Horror-Elementen und Telekinese-Fähigkeiten. Könnte ganz atmosphärisch sein. Am Tag darauf, dem 2. August, erscheint das Unterwasser-Abenteuer Abzu. Und das sieht nicht umsonst ein wenig wie der PS3 oder PS4-Klassiker Journey aus. Es hat denselben Art Director, der hat sich von That Game Company getrennt und den neuen Entwickler Giant Squid Games gegründet. Die arbeiten nun schon eine ganze Weile an diesem Spiel und ich bin schon sehr gespannt, was sich dahinter wirklich verbirgt. Am gleichen Tag kann ich aber auch sagen, ich bin Batman. Und zwar erscheint dann Batman The Telltale Series Episode 1, ein neues Adventure, in dem wir nicht nur Batman selbst spielen, sondern auch Bruce Wayne. Lustigerweise verschoben wurde das Adventure, This is the Police, ursprünglich sollte es Ende Juli erscheinen, der Publisher bei Eurovision hat aber irgendwie vergessen, bei Steamworks den richtigen Schalter umzulegen, jetzt kommt's erst am 2.8. Das ist eine Mischung aus Strategiespiel und Adventure, es geht darum, dass wir in einem korrupten und runtergekommenen Ort den Polizeichef spielen, wird übrigens vertont vom Duke Nukem-Sprecher John St. John und unser Ziel ist es, $500.000 in 180 Tagen zu verdienen. Ob wir das mit Korruption oder guter, ehrlicher Polizeiarbeit tun, ist uns überlassen. Im Universum von Warhammer 40k gibt's einen Autor namens Dan Abnett und der hat die preisgekrönte Eisenhorn-Trilogie geschrieben, deren erstes Buch Xenos heißt. Und genau dieses Buch wird in Eisenhorn Xenos als Action-Adventure verwurstet. Und noch ein Spiel mit einer Welt, wo es längst keine Menschen mehr gibt und nur noch Roboter übrig geblieben sind. In der ersten Episode des Adventures The Uncertain mit dem Titel The Last Quiet Day spielen wir den neugierigen Roboter RT217NP, der neugierig ist, was die Menschen eigentlich waren und verschiedene Orte besucht, wo sie früher lebten, um dort diverse Rätsel zu lösen. Am 12. August wird das Rätsel um No Man's Sky gelöst. Das Projekt ist unglaublich ambitioniert, das Weltraumabenteuer wird prozedural generiert, die komplette Galaxie besteht aus Trillionen von Sternen. Kein Spieler dürfte dieselben Planeten sehen, die natürlich Planetengröße haben. Man kann handeln, man kann Crafting betreiben, man kann kämpfen, aber worum geht's in dem Spiel? Das ist alles noch nicht richtig klar. Das Ziel soll es jedoch sein, es in die Mitte der Galaxie zu schaffen. Ich bin schon sehr gespannt. Der kleine Roboter BUD ist mal wieder Bruch gelandet. Genauso wie im Vorgänger Grow Home muss man in Grow Up zu seinem Raumschiff gelangen. Das liegt auf dem Mond eines Alienplaneten und er nutzt Pflanzen und diverse neue Spezialfähigkeiten, um da irgendwie hochzukommen. Ist eine Mischung aus Jump'n'Run und Puzzlespiel. Wenn beim Entwickler Epic Games alles klar geht, dann startet das MOBA Paragon am 16.8. in die offene Beta-Phase. Ein richtiger Release ist das nicht, weil diese Spiele ja oft jahrelang in der Beta lauern, aber dann können endlich alle ran an ein relativ klassisches MOBA mit richtig schicker Unreal Engine 4 Grafik, einer relativ niedrigen, an Smite erinnernden Kameraperspektive und einem kleinen Kniff. Statt eines Shop-Systems gibt's da nämlich Sammelkarten. Im Action-Adventure Fanta Rook erlebt man wirklich den schlechtestmöglichen Tag. Nicht nur geht man an Bord eines Raumschiffs, das einer geheimnisvollen Organisation gehört, die an Transhumanismus arbeitet, mit Hilfe diverser gruseliger Experimente. Nein, außerdem ist der eigene Körper mit einem Parasiten infiziert, der Gifte ausstößt und obendrein lauert da auch noch ein Monster. Na, viel Spaß! Spaßig könnte auch in Case of Emergency Release Raptor sein, ein Spiel, in dem man einen Velociraptor steuert, der Roboter fertig macht. Warum man das tut? Keine Ahnung. Aber es erscheint am 17. August. Einen Tag später erscheint das pixelige Strategiespiel Oklos, wo man sich durch die griechische Mythologie wütet. Konkret haben die Leute die Schnauze voll von ihren Göttern und legen sich mit ihnen an. Dazu bildet man große, wütende Rudel von Menschen. Der Kniff dabei ist wohl die richtige Mischung aus Kriegern, Bürgern, Sklaven und Vieh zu finden. Und die Entwickler versprechen pure Anarchie im Heimatland der Demokratie. F1 2016 ist viel, viel leichter erklärt. Es ist eine Rennsimulation. Sie bildet die 2016er Saison der F1 Weltmeisterschaft ab mit allen 21 Originalstrecken, mit allen Teams, mit schönen Boxenstopps und einem neuen Pacecar. Ein klassisches Codemasters Rennspiel halt.
Eines der größten Spiele des Monats ist sicherlich Deus Ex Mankind Divided. Ein Action-Rollenspiel und ein direkter Nachfolger des Vorgängers Human Revolution, spielt nur 24 Monate nach dessen Ereignissen. Wieder verkörpert man Adam Jensen, der mittlerweile als Terrorjäger arbeitet. Und worüber stolpert er bei seiner Arbeit? Über eine Verschwörung natürlich. Und die ganze Geschichte nimmt ihren Lauf. Das Spiel wirkt seinem Vorgänger recht ähnlich, allerdings scheint es ihn in vielen Belangen zu verbessern. Der britische Entwickler Team 17 aus Leeds scheint seit Jahrzehnten immer wieder dasselbe Spiel zu veröffentlichen. Worms WMD bleibt der Serientradition treu. Wir ballern mit Regenwürmern aufeinander. Nach wie vor ist das in 2D-Levels. Nach wie vor ist es ein großer Spaß im Mehrspieler. Diesmal gibt's als Neuerungen, festhalten bitte, Geschütztürme und Fahrzeuge. Und ja, das ist für die Serie schon ein krasser Sprung. 2013 konnten die Entwickler mit der Kickstarter-Kampagne für Obduction über 1 Million Euro sammeln. Inzwischen ist das Projekt nahezu fertig und im August soll es erscheinen. Ist ein spiritueller Nachfolger von Myst und Riven. In richtig schönen Umgebungen lösen wir also Rätsel. Zur Story nur so viel. Aliens haben uns entführt an komische, regelrecht unmögliche Orte. Die drei Buchstaben AOT im Titel von AOT Wings of Freedom stehen natürlich für Attack on Titan. Das Actionspiel aus dem Hause Tecmo Koei verwurstet nämlich die erste Staffel der beliebten Anime-Serie. Es war einmal die Siedler 8, Königreiche von Anteria. Doch das Projekt wurde eingestampft, übrig blieben die Champions of Anteria. Und was jetzt so aussieht wie ein MOBA, ist in Wirklichkeit ein Strategiespiel, das sich allerdings sehr wohl um wenige Helden dreht. Allerdings hat's einen Solo-Modus und diverse lineare Levels und auch Bossgegner. Ein wirklich ungewöhnlicher PC-Release ist God Eater 2 Rage Burst. Das Spiel erschien ursprünglich 2013 für die PS Vita und die PSP, erscheint jetzt in einer erweiterten Version für die aktuellen Konsolen und eben auch für Heimcomputer. Ob die PC-Version auch pünktlich eintrudeln wird und wo sie erhältlich sein wird, ist noch nicht hundertprozentig klar. Spielerisch erwartet uns sehr japanische Kost. Also ein sehr grindlastiges Action-Rollenspiel, bei dem wir vor allen Dingen große Bestien niedermachen, ein bisschen vergleichbar mit dem Capcom-Klassiker Monster Hunter. Ganz bestimmt am 30. August erscheint The Turing Test. In dem Ego-Knobler verschlägt es uns auf den Jupitermond Europa, wo wir ein mysteriöses Rätsel lösen müssen, als eine solo-reisende Astronautin, die ein Energiewerkzeug schwingt. Klingt ein bisschen wie Portal, sieht ein bisschen aus wie Portal, hat aber definitiv andere Vibes. Könnte richtig spannend für Knobler sein. Und am 30.08. erscheint auch noch ein Brocken von Spiel. Die Legion-Erweiterung für World of Warcraft steht ins Haus. Die bringt eine neue Klasse, neue Dungeons, ein neues Level-Cap, eine neue Gegend und überhaupt ist da alles neu und wer sich dafür interessiert, wird schon wissen, was alles drinsteckt. Ja, es kommt im abgedroschenen Pixel-Look daher. Aber The Final Station hat eine wunderbar schrullige Spielidee. Wir fahren einen Zug durch eine postapokalyptische Welt. Und diesen Zug müssen wir sowohl steuern und warten, als auch ab und zu die Schrotflinte auspacken und ungeliebte Gäste runterballern. Erinnert mich irgendwie an Skyshines Bedlam, auch wenn sich's etwas anders spielt. Und dann gibt's noch zwei Titel, die definitiv im August erscheinen sollen, wo es aber noch unklar ist, wann. Zum einen 8-Bit Hordes von den Machern von 8-Bit Armies, wieder Echtzeitstrategie. Diesmal verwussten sie jedoch die Warcraft-Reihe. So halt, dass die Blizzard-Anwälte nichts dagegen tun können. Und dann soll im August ja auch noch Fallout 4 Nuka World erscheinen, der finale DLC für das Open-World-Rollenspiel, der zweite große Story-DLC seit Far Harbor. Zur Story gibt's noch nicht viele Infos, allerdings ist es wohl so, dass da mitten im Wasteland aus irgendeinem Grund ein Vergnügungspark steht. Ich könnte wetten, die Story wird diesmal ein bisschen albern.